small region with a lot of beautiful things. The most important things is our vineyards. We are quite famous for our fantastic sparkling wine, Franciacorta. And so you can find a lot of beautiful wineries and a lot of beautiful vineyards that design our country. Wir sind im Gebiet La Strada del Franciacorta und befinden uns jetzt in einem der Klöster, die die Benediktiner im Mittelalter aufgebaut haben. Die Benediktiner kamen ursprünglich aus Frankreich, haben auch dieses gewisse Knowledge mitgebracht, wie man Wein anbaut, und haben hier in dem Gebiet La Strada del Franciacorta dann die Weinkultivation wieder aufgenommen und haben praktisch den Grundstein dafür gelegt, dass heute der Franciacorta in diesem Gebiet so eine große Tradition hat. Das Kloster ist San Pietro in Amosa in Provaglio di Seo und das ist ein Kloster aus dem 11. Jahrhundert und das spielte eine wichtige Rolle für den ganzen Mittelalter, weil die Mönche von Cluny, die hier tätig waren, sie waren Verkünder der landwirtschaftlichen Wiederaufbau. Monte Isola, die Insel, auf die wir jetzt gleich mit dem Schiff übersetzen werden, und da leben 1800 Menschen. Das ist eine besondere Insel, denn es ist die größte Insel Europas innerhalb eines Sees, wo Menschen wohnen. Das heißt, es gibt nur in Finnland noch eine größere Insel, aber auf der wohnen keine Menschen. Insofern ist das wirklich was Historisches. Outstanding point of the region, La Strada? To have a lot of fun, good wine, good food, and good relax.